Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von mir. Ich hoffe, ihr habt alle Bock auf diesen Vlog. Ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll. Ich hoffe, ihr habt alle riesig Bock, denn ich bin gerade am Frankfurter Airport. Gerade bin ich noch hier in meinem beautiful, omahaften Hotelzimmer. We liked it. Ja, ich bin am Frankfurter Airport, denn für mich geht es heute nach L.A. Für nicht nur einen Tag, für nicht nur eine Woche, gleich für 2,5 Wochen. Und jetzt geht es für mich erstmal zusammen mit meinem Management nach Palm Springs, also von Frankfurt nach L.A. und dann nach Palm Springs, weil da dieses Wochenende das erste Coachella-Wochenende ist und auch mein Geburtstag, Leute. Ich werde euch ganz viel mitnehmen. Wir suchen jetzt erstmal das Gate. Also das wird wahrscheinlich ein Katastrophenvlog, aber Leute, ihr kennt meine Vlogs. Und deswegen gehen wir jetzt los. Ah, und ich freue mich riesig, die anderen zu sehen. Ich zeige euch, wer noch dabei ist. So Leute, Short Room Tour hier. Das ist das Badezimmer. Crazy, ich liebe Spiegel. Und das hier ist das Bettchen bzw. unser Zimmer. Ich kann euch das morgen mal bei Licht zeigen. Und das ist der Pool, Leute. Oh mein Gott, es ist so crazy. Es ist so schön. Aber da sehe ich mich jetzt als erstes. So Leute, ich starte jetzt mit dem Vlog. Oder ich filme jetzt mal mit dem Handy weiter. Jetzt mal guten Morgen, guckt mal Leute. Wir sind jetzt Palm Springs. Gestern Abend noch um 23 Uhr, glaube ich, sind wir hier angekommen. Und es ist so schön. Ich glaube, ich habe gestern noch kurz das Zimmer gezeigt. Jedenfalls heute der erste Coachella, der ich bin so aufgeregt. Ich habe noch eine Selbstbräuner-Dusche gemacht. Es ist gut geworden, Leute. Und schaut mal, wie schön der Pool, dieser Sonnenfunkel, das ist so schön. Das ist alles noch so surreal, weil es so warm ist. Und ich komme noch gar nicht drauf klar, aber ich werde euch ganz viel mitnehmen. Ah. Guckt mal, Leute, hier ist der Pool. Das ist schon eins der anderen Girls. Ich bin jetzt einfach kurz im Weg. Und das wird das richtig schön. Und hier gibt es dann gleich Frühstück. Schaut mal. Mit Nutella und Erdbeeren. So, jetzt sind auch die anderen Girls. Und wir frühstücken jetzt. Yay. Wir machen uns jetzt gerade ready für Coachella Day One. Wir sind ein bisschen gestresst. Das ist mein Outfit 1. Oh mein Gott, es ist so. Aha! Ich würde so weit niemals rausgehen. Aber ich muss mir jetzt auch gerade locken. Und das wird ein absoluter Katastrophenblock, aber ich versuche euch so gut es geht mitzunehmen. Leute, es geht los. Wir sind auf dem Kopf bedeckt. Ich kann es auch nicht bekommen. Es sieht alles so crazy aus. Erstens, als ich so raus war, hatte ich so nicht so das Gefühl, so zu gehen. Aber das ist so normal. Wir gehen jetzt auf die Festivalfläche. Heute ist mein Geburtstag
und ich darf nicht rauskommen. Ich weiß nicht, was die anderen für mich vorbereitet haben. Ich habe mir einfach jetzt mal meine Kamera in die Hand gedrückt. Ich bin gespannt. Ich habe mich auch schon ready gemacht. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, liebe Lea. Happy Birthday to you. Yay! Setz dich. Alles Gute, Lea! Ich hab's ja gerade auch schon gehabt. Habt ihr die selbst gebacken? Ja. 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 Wir sind alle zusammen extra vier aufgestanden. Deshalb das Tata-Überraschung, deshalb sind Leonie und ich gestern Nacht die ganze Zeit hier gewesen. Ja. Wir haben gebacken. Ja, setz dich gerne! Auch schon mit meinem Coachella-Vlog. Er ist wie gesagt sehr chaotisch geworden. Er hat gerade einfach bei meinem Geburtstag geendet. Ich hatte auch gar nicht gerechnet, dass ich den Vlog überhaupt noch schneide und hochlade. Aber ich fand die Erinnerung an das Wochenende total schön, weil das Coachella war echt ein Erlebnis, was ich glaube ich nie vergessen werde. Jetzt bin ich hier in L.A. mit unserer Crew, Cosima und Nico, der hinter der Kamera steht. Und wir sind auch hier schon together. Und wir waren auch schon bereits in Las Vegas. Es ist schon einiges die letzten Tage passiert. Schon über alles. Wir waren schon am Venice Beach, in Las Vegas. Nee, Las Vegas, genau. Und ja, es ist schon so einiges passiert. Der Vlog von Las Vegas kommt nächstes Wochenende. Wir kommen nur gar nicht dazu, den Content hier so schnell zu verarbeiten, wie wir ihn aufnehmen. Ja. Aber es kommen noch so viele Videos von hier, wir haben noch so viel geplant. Und ich freue mich, dass ihr das Video bis zum Ende geschaut habt, auch wenn der Vlog sehr chaotisch war. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende, bzw. einen schönen Tag, wann auch immer ihr das Video seht. Und bis zum nächsten Video von uns beiden.